Daten, die wir in Mexiko auf Hassans Handy gefunden haben, kamen von einer Funkzelle aus Spanien. Er hat mit irgendwem dort telefoniert, als wir ihn gefasst haben. Das Signal kam aus einem Bruthaus, das einem Schmuggelkartell gehört. Es liegt abgelegen vor der Küste. Gutes Versteck für illegale Fracht. Einschließlich Raketen. Wir müssen vor Ort nachsehen, ob die Raketen dort sind. Bilder zeigen 4 Gebäude und einen Leuchtturm. Wir müssen da rein. Alles wird aber vom Kartell bewacht. Das hohe Gras bietet Tarnung. Mit der richtigen Ausrüstung. Tarnanzüge. Genau. Ich achte auf Aktivität an der Küste und warte mit einem Boot. Du solltest da draußen nicht allein sein, Kate. Einer ist keiner. Und 3 sind schon zu viel. Wir haben keine Befugnis, John. Keiner darf uns bemerken. Der Einsatz ist nicht autorisiert. Und höchst inoffiziell. Ich melde mich, wenn ich in Position bin. Finden wir diese Raketen, bevor Hassan sie gegen uns wendet. Watcher 1 an Bravo. Bin in Position. Einen halben Kilometer vor der Küste. Gebäude erkennbar. Status? Wir sind in Schussposition. Sicht auf 2 bewaffnete Ziele versteckt im Feld. Grünes Licht. Ausschalten, wenn möglich. Roger. Warten. Gas? Kein Wind. 200 Meter. Mein Zeichen. Bravo. Wie sieht's aus? Bravo, der Status? Treffer, Watcher. 2 tot. Sehr gut. Rückt vor und seht, was ihr rausfindet. Und damit willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Wie sie ihre an, Sergeant. Sehen wir, mit was wir es zu tun haben. Warte kurz. Und wir sind hier in Spanien, um Kartelle zu auszuschalten und Informationen zu finden. Kartell? Vermutlich. Schleichen wir uns an ihnen vorbei. Mal sehen, was sie vor uns verbergen. Okay. Bleib unten zwischen den Gräsern. Wir müssen nicht kämpfen. Ja, alles gut. Ich kann sehr gut schleichen. Das heißt, wir bewegen uns lieber auf dem Boden, im Dreckigen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Watcher an Bravo. Wie sieht's aus, Jungs? Unterwegs, Laswell. Kartellwachen im Einsatz. Irgendwas, wo eine Rakete drin sein könnte? Negativ. Verstanden. Weitersuchen. Ende. Ich find's nicht so schlimm, wenn wir uns hier ein bisschen dreckiger machen. Warte, 2 links. Folge meinem Laser mit deinem Thermalvisier. Warte. Na, da oben. Verstanden. Sichtkontakt. Du nimmst einen, ich den anderen. Okay. 3, 2, 1. Eliminiert. Saubere Schüsse. Jawohl. Vorrücken. Bleib bei mir. Gut. Guck mal, das wird eine richtig geile Sniper-Mission. Das kann ich jetzt schon riechen. Bravo, hier Watcher. Wie ist euer Status? In der Nähe der Windräder. Verstanden. Begebt euch zur Baumgrenze vor euch. Sie wird etwas Deckung geben. Wieso ist so schnell, Alter? Bestätigt. Ich komme mal gar nicht hinterher. Moment. Da kommen Fahrzeuge. Warte. Siehst du das? Container-Truck. Ja, richtige Größe für eine Rakete. Folgen wir ihm. Ja. Bravo an Watcher. Wir haben Transporter nördlich von unserer Position entdeckt. Einer transportiert einen Container. Könnten die Raketen sein. Verstanden. Deswegen sind wir hier. Ich folge der Küste für eine bessere Sicht. Dranbleiben. Boah, jetzt ist es so richtig dreckig. Guck mal. Tunnel unter der Straße. So kommen wir auf die andere Seite. Durch den Schlamm. Ja, nach dir. Und hier nochmal durch das Rohr, wo auch sehr viel Schlamm ist. Kartelle und Terroristen. Komische Kombi, oder? Terroristen geht es um die Vergangenheit. Narcos um die Zukunft. Was haben sie gemeinsam? Reviere und frisches Blut. Sie ziehen die Jugend an. Ihnen gehen nie die Rekruten aus. Das stimmt sogar. Hier wird auch die Wahrheit gesagt. Das Gras ist höher und bietet mehr Deckung. Duck dich und sei unauffällig. Ja, ich folge dir einfach. Da oben sind doch Wachen. Okay, wir laufen einfach. Den juckt das anscheinend nicht.
Warte, Aktivität. Komm näher. Okay, ich gehe runter. Direkt vor uns. Ich sehe. Und nee, wird das jetzt wie bei der dritten Mission von der Modern Warfare 1. Versteck die Waffe, Gas. Ja, tatsächlich. Versuche ich ihre Wege vorauszuahnen. Ich gehe lieber ganz am Rand. Ganz Wenn am Rand. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. So, hier hinten bemerke ich gar keine Bewegungen. Ja, alles gut. Ich bin hier ganz hinten. Hier wird es bestimmt nicht. Das wird knapp. Ja, keiner wird mich sehen. Alles gut. Aquila Central. Sie? Der Contrastero. Nada por aquí. Recibido. Ich kann ein bisschen Spanisch, aber ich verstehe euch trotzdem nicht. Na, was geht? Okay, ihr habt doch gesagt, die sehen mich nicht. Kommt da noch einer? Hey, Price, kommt da noch einer? Oh, tatsächlich. Na, schöner Tag heute. Ja, dir auch noch einen schönen Tag. Jetzt ist frei, oder? Adelante. Warte, da sind noch zwei. Nutze dein Thermalvisier. Warte kurz. Zeig an. Ich hab sie. Ich hab seinen Freund. 3, 2, 1. Das war's für ihn. Oh, wie cool. Wir haben's noch drauf. Wir können weiter. Gas, das Gebäude voraus. Draußen ist niemand. Aber drinnen vielleicht. Sneaken wir uns rein. Die Musik ist Überprüfe cool. Das Gebäude mit deinem Herzschlagsensor. Hab ich einen? Rucksack öffnen. Ach, guck mal, hier haben wir sogar eine ganze Ausrüstung. Okay, Herzschlagsensor. Ja, hier hinten sind Sicher. Welche. Drin ist nichts. Roger, in Bewegung bleiben. Yep. Müssen wir uns immer noch ducken? Offenbar sind sie stehen geblieben. Nicht angreifen. Da kommen wir unbemerkt vorbei. Alles gut. Ich will nur gucken, was sie da machen. Aber die beiden können wir doch ausschalten. Er bewegt sich wieder. Kein Sichtkontakt. Verstanden. Ich halte nach ihm Ausschau. Bryce, kann ich die ausschalten? Nein? Okay. Vielleicht ist es unnötig. Baumgrenze voraus. Rüber da. Oh, Entdeckung. Fast hätte mich jemand gesehen. Wie lange muss ich denn ducken? Die Bäume bieten uns bessere Deckung, aber bleib aufmerksam. Yep. Der Truck mit dem Container ist hier. Sie könnten ihn ins Lagerhaus entladen. Mehrere Bewaffnete im Bereich. Bestätigt. Ah, oh, guck mal, ich kann jetzt was sagen. Kate? Kate? Kyle, was gibt's? Bist du froh, wieder im Einsatz zu sein? Hast du sowas schon mal gemacht? Was ist deine Lieblingswaffe? Ich sag mal 5. Was ist deine Lieblingswaffe? Hab keine. Für jeden Job gibt es das richtige Werkzeug. Gesprochen wie eine echte Kriegerin, Laswell. Was ist deine, Kyle? LMG, mehr, Scharfschützengewehr, mehr. MG, natürliches Stromgewehr. Sturmgewehr. Kurze und mittlere Distanz. Tolle Plattform, sehr anpassungsfähig. Oh ja, ich muss schon sagen, eine echte Kennerin, Laswell. Bin zwar keine Schützin, aber mit Waffen vertraut, Gas. Wir sind bald da. Direkt hinter diesem Kamm haben wir Sicht auf das Hauptgebäude. Wenn die Raketen hier sind, könnten sie da drin sein. Hauptgebäude gesichtet. 400 Meter auf 1 Uhr. Verstanden. Nice, dass man hier auch so... Finde einen Platz im Gras. Dann schauen wir mal, wer da ist.
nice, dass man auch so Entscheidungen treffen kann und so verschiedene Sachen sagen kann. Aber na gut, es sind jetzt nicht so krasse Entscheidungen wie bei Twilight Become Human. Aber okay, macht nichts. Hab sich Kontakt. Heilige Scheiße, Captain. So viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Ich muss mal ein bisschen weiter vor. Benutze den variablen Zoom von hier. Das ist weit weg. Okay. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Watcher, wir sind bereit. Ja, die wird mir doch auch gesagt. Schaltet hier von dort so viele wie möglich aus. Fangt mit den Verstreuten Meter an. Verstanden. Dann los, okay. Sir. Nach dir. Wo fangen wir denn an? Ich würde da den erstmal. Er ist allein. Kompensiere 3,5 Striche für Geschossabfall. Okay, 3,5. Das wären hier. Okay, verkackt. Ich mach mal direkt letzter Kontrollpunkt. Finde einen Platz im Gras. Ich wusste jetzt nicht, dass das... Okay, sorry. Klemm dich hinter dein Visier und erkunde die Gegend. Ja, hier. Heilige Scheiße, Captain. So viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Benutze deinen variablen Zoom von hier. Das ist weit weg. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Watcher, wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fangt mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Sir. Nach dir. Er ist ganz allein. Gut. Kompensiere 3,5 Striche für Geschossabfall. 3,5. 1, 2. Achso, dann muss ich hier in der Mitte. Ah. Ja, jetzt hab ich's verstanden. Bei der Arbeit einfach umfallen. Er ist am Boden. Jetzt hab ich's verstanden. Ich blöd. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Du nimmst ihn. Ich den anderen. 3,5 okay. Striche für Geschossabfall. 3,5. Erwischt. Boah, gute Arbeit. Jetzt hier. Er ist allein. 4 Striche. Oh fuck, wir müssen uns beeilen. Hab ihn getroffen. Super. Sonntag ist vorbei. Gut, hier schon mal leer geräumt. Da ist einer. Schalte ihn aus. Ich nehme den anderen. 3,5 Striche. 3,5. Warte, da kommen welche. 3,5, okay. Das war's. Jawohl! Wir haben es noch drauf. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass er den auch noch ausschaltet. Aber das ist natürlich gut. Schalte 2 auf einmal aus. Ich nehme den anderen. 4 Striche. 4 Striche. Uiö. Bam! Ausgeräuchert. Genau, ja, die wollten wahrscheinlich gerade irgendwie was spielen. Keine Ahnung, Mau Mau oder so. Und dann wurden sie direkt erschossen. Gut, der hier. Es ist den kann man einfach ausschalten. 2,5 Striche. 2,5 ist hier. Ein Todesfall. Das Las Almas Kartell hat offene Stellen. Easy. Gut, der da. Erledige ihn. Sein Volk gehört mir. 3 Striche. 3 Striche, okay. Da. Abgekratzt. Saubere Schüsse. Nice. 2 andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um 2 mit einer Kugel auszuschalten. Ja, dann schalten wir den noch nicht aus. Hier, der da. Er ist allein. 3,5 Striche. Sauberer Treffer. Schlechter Treffer. Dieser Sound ist so geil. Ich mag das. 2 andere sehen ihn. Such eine Stelle, um 2 mit einer Kugel zu treffen. Ja, den werden wir erstmal nochmal ignorieren. Also die Dreier will ich erstmal noch ignorieren. Was mit denen? Das sind Zivilisten. Sie sind nicht bewaffnet. Was haben Zivilisten hier zu suchen? Dieser Brutplatz ist in Betrieb. Jemand muss die Fische füttern. Das heißt auch noch Sklaven. Ganz allein. Wie viele Striche? Hallo? Bryce? Halt nicht. Dann die beiden. Auf dein Zeichen. 2,5 Striche. Hab ihn. Guter Jawohl. Scheiß. Jawohl. Kann ich ihn jetzt ausschalten? Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Wo denn? Vielleicht die. Einer ist weg. Noch 3.
Gibt seine Stelle, um zwei auf einmal anzuvisieren. Ihr Kumpel ist weg. Du ein, ich ein. Drei Striche. Ja, 3, 2, 1. Volltreffer. Wir haben's noch drauf. Er ist allein. Drei Striche. Direkt ins Ziel. So macht man das. Der Sniper. Hier fühle ich mich ganz wie in Sniper Ghost Warrior. Oder Ghost Warrior Sniper? Das sind unbewaffnete Zivilisten, Sergeant. Ja, ja. Weiß ich. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Kannst du die Stelle wechseln und zwei auf einmal treffen? Gut, aber erstmal will ich den ausschalten. Es ist nur er. Drei Striche. Das Kartell beißt ins Gras. Nice, beim Bewegen. Büro. Okay, ich ändere jetzt mal die Position, damit ich die anderen da ausschalten kann. So, dann laufen wir mal hier lang. Ich weiß nicht, wie weit ich gehen soll, aber ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin. So. Zwei andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel. Ich muss noch ein bisschen weiter hinter. Gehen wir mal zu den Steinen dort. So. Alles bereit. Vier Striche. Vier Striche, uiö. Hab ihn. Nice. Guter Schuss. Drei ausgeschaltet. Gut. Schalte die zwei gleichzeitig aus. Ich nehme ihren Freund. 3,5 Striche. Eliminiert. Krasser Scheiß. Offenbar taugt der Scharfschützenkurs noch was. Wir sind sicher. Zeit nach unten zu gehen und einen Weg hineinzufinden. Wirklich? Ich geb dir Deckung. Oh, ich hab sogar eine zweite Waffe. Ja, gehen wir doch lieber gemeinsam. Zwei sind besser als mal einer, nicht wahr? Gehen wir zusammen. Zwei sind besser als einer, nicht wahr? Negativ. Du brauchst Deckung und ich bin der bessere Schütze, Sergeant. Los jetzt. No, Roger. Verstanden und bestätigt. Schade. Achtung, ich erkenne keine Aktivität. Wenn Sie Raketen transportieren, sind Sie entweder schon lange weg oder irgendwo in diesen Gebäuden. Hoffentlich ist es Letzteres. Ich hoffe auch. Sieht bisher alles sicher aus. Können wir ja weitergehen. Schon da, Sergeant? Verdammt, Laswell. Es ist ein weiter Weg. Wir waren nicht alle Geländeläufer im College, Kate. Ich laufe immer noch, John. Muss nur mit dem Rauchen aufhören. Du rauchst, Laswell? Ja, meine Frau hasst es. Versuche aufzuhören. Ist sie eine Lesbin? Moment. Gas von der Rückseite des Gebäudes kommen Fahrzeuge in deine Richtung. Ja, ich sehe sie. Fuck. Sie haben dich wohl nicht gesehen. Sei vorsichtig. Versteck die Waffe, Gas. Okay. Das heißt, ist Lesbo eine Lesbin? Weil sie hat gerade gesagt, es mag meine Frau nicht. Oh, fuck, da kommen sie. Die Fahrzeuge. Ich verstecke mich in den Busch. Bewegst. Ja, ich verstecke mich einfach hier in den Busch. Wenn du ein Feuergefecht aus bist, wirst du es bekommen. Nein. Ich will einfach mich verstecken. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Deswegen will ich nicht. Nein. Lass die mal da laufen. Ich bleib einfach mal hier liegen. Also, bis gleich. Warte, was? Er ist alarmiert. Warte, was? Hä? Ich hab mich da versteckt. Und dann kam auf einmal so ein Fahrzeug. Man hat mich umgefahren. Okay, vielleicht sollte ich mich da nicht platzieren lassen. Sondern hinter so einem Hügel. Sie finden dich nicht, wenn du dich nicht bewegst. Wenn du auf ein Feuergefecht aus bist, wirst du es bekommen. Gut. Vorsicht, er ist im Blick von drei anderen. Vielleicht gehen sie auseinander. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Na gut, dann habe ich doch Bock auf ein Feuergefecht. Nein, hat's aber nicht geklappt. Krieg ist Täuschung, du bist so leicht zum Narren zu halten. Mann! Okay, ich schneide einfach. Wenn du dich nicht bewegst. Ja, Price ist halt doch mal nicht fest. Wenn du auf ein Feuergefecht aus bist, wirst du es bekommen. Gut, ich schneide einfach bis dorthin. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Bis gleich. Ist sicher.
Gut gemacht, Sergeant. Danke für die Hilfe, Captain. Schön, dass es einer merkt. Endlich. Wir trainieren? Eine Ewigkeit gedauert. Wir trainieren immer, Sergeant. Das stimmt. So, endlich freie Bahn. Du kannst die Straße überqueren und nach einem Weg hineinsuchen. Verstanden, ja, bin unterwegs. Gut, bin ready. Zeit. Mir offene Tore um das Hauptgebäude. Ja, Price. Darf ich auch reden? Ich bin bereit, einzubrechen. Mal sehen, was die vorhaben. Übrigens, die Grafik hier in diesem Level ist so geil. Bisher jetzt mein Lieblingslevel, außer diesen versteck dich vor den bösen Leuten Level Bereichen. Aber der Rest ist okay. Verstanden. Finde einen Weg hinein. Wir müssen wissen, ob Raketen in diesen Gebäuden versteckt sind. Okay. Ich kann hier hochklettern? Aufs Dach vielleicht. Wieso, weil ich da sollten dir die Oberhand geben? Sprichwörtlich. Hier ist nichts zu sehen. Da unten ist eine. Auf dem Dach. Brauche Deckung. Gut. Von hier aus können wir vielleicht noch mal schießen. Wenn ich weiß, wo die sind. Da. Das Dach leckt. Noch irgendwo. Da. Hier oben, Arschloch. Noch irgendwo einer? Nö. Was konnte ich eigentlich hier machen? Entlüftung öffnen. Setze Tränengas ein. Bereithalten, Captain. Ah, ich kann Tränengas. Okay, bin bereit. Reinmachen. Okay. Und blub. Die Gebäude sichern, Sergeant. Ah, die machen auf. Okay. Hallo? Treffer! Getroffen. Na, zeig dich. Au. Au, au, au. Au, 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 au. Schieß. Einer getroffen. So. Das Lagerhaus ist gesichert. Ich habe alles gesichert. Dieser Container ist da drin. Überprüfe ihn und durchsuche das Lagerhaus nach Hassans Raketen. Ja, warte, ich brauche noch Munition. Gut, ich guck rein. Ui. Heilige Scheiße. Das ist definitiv ein Außenposten des Kartells. Was siehst du? Tonnenweise Drogen. Und geile Waffen. Das Lagerhaus ist voller Waffen, Pillen, Rohstoffe. Hassan hat tiefe Verbindungen zum Kartell, aber es geht nicht um Drogen. Wir müssen die Raketen finden, wenn sie hier sind. Gas, pass auf. Gepanzerte Patrouillen nähern sich vom anderen Gebäude. Es scheinen 5 zu sein.